Der gesamte Oberkiefer des Mopses wurde zu einer Kugel zurückgezüchtet. Ein Kindchenschema entstand, das den Mops niedlicher aussehen lassen sollte. Mit dem zweifelhaften Erfolg, dass dieser zu einem schweren Asthmatiker wurde. Ein kaum zu schildernder Leidensweg für den Mops begann. Er schnappt jämmerlich und unter erbärmlich anzuhörenden Geräuschen nach Luft. In seinem Maul ist kein Platz mehr für Zähne, Zunge oder das lose, flatternde Gaumensegel, das die Atemwege verstopft. Im Laufe seines weiteren Lebens verstärkt sich dieser Zustand. Der Mops bekommt Erstickungsanfälle, immer länger und in kürzeren Zeitabständen. Das Röcheln verstärkt sich, wird pfeifend, schrill. Und der Besitzer kann nur erschüttert dieses grausame Szenario miterleiden. Die Stimmen des Todes hören. Der Mops wirft sich hin und her. Mancher liegt entsetzt ganz still und andere schreien in ihrem Todeskampf. In einigen Fällen erholt sich der Mops, schweratmig wieder nach Luft ringend, um auf den nächsten Anfall zu warten. Jeder wird intensiver und dauert länger. Der Mops kämpft, windet sich und die Geräuschkulisse steigert sich ins Unerträgliche. Dann wird es ruhig. Eine unheimliche Stille breitet sich aus. Der kleine Freund ist erstickt. Erbärmlich, grausam, unendlich langsam und qualvoll. Verantwortlich sind jene Menschen im VDH, die diesen Standard gutheißen, wohlwissend um die angezüchtete Kieferanomalie des Mopses, aber nicht bereit, dieses barbarische Standardwerk zu ändern. Qualzucht.